Hallo und herzlich willkommen hier bei Quassel TV. Ja, wir sind beim zweiten Part von Metin 2013, von vielen Wünschen von den Abonnenten und ja, wir hatten es versprochen und hier sind wir. Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin's wieder, der Dani. Ja, genau. Ihr seht, wir sind hier in der Stadt. Wir sind etwas andere Level wie in dem letzten Gameplay, glaube ich. Ja. Das liegt daran, dass ihr könnt jetzt mein Inventar nicht sehen, aber ich ziehe es dem Robin einfach mal in Handel, weil ich nicht weiß, ob er das auch hat. Wir waren farmen, und zwar diese Scheiße hier. Und das ist eben dieser Sand, den man hier farmen kann auf der Farm-App. Genau, wenn ich da kurz was anwerfen darf, also nicht, dass ihr euch wundert, dass der Server so leer ist. Wir haben jetzt unter der Woche, es ist etwas später und wir sind Channel 2, weil Channel 1, ja, wir hoffen, dass wir auf Channel 2 nicht so oft gekickt werden, weil im ersten Part wurden wir sehr oft gekickt und das ist ziemlich ärgerlich wegen der Aufnahme und so. Und ja, wir sind einfach dann aus dem Orktal raus mit Level, was war es, 56, 55. Ja, so. Haben dann ein bisschen unser Equipment geswitcht, halt überall TP rein, bisschen gute Bonis gegen Monster und dann sind wir einfach auf die Farm-Map und haben ein bisschen gefarmt. Ihr seht mein Inventar total zugemüllt hier. Nicht nur deins. Ja, ihr seht's, aber ich hatte, wie gesagt, wir hatten viel um die Ohren zur Zeit und deswegen haben wir uns gar nicht drum gekümmert, tut uns leid. Ja, genau, Schule hat wieder angefangen. Wir haben ja als Trost dann die anderen Server gebracht, aber der Wunsch nach Metin 2013 war zu groß, deswegen... Ja, was wir auch extrem gemerkt haben an den Klickzahlen, also wenn ihr seht ja jetzt auch an den Klickzahlen, guckt mal unser allererstes Video an, das sind 3000, lasst mich nicht lügen, und ein paar zerquetschte, wofür wir euch auch unglaublich dankbar sind übrigens. Und jetzt auch also für 36 Abonnenten. Genau. Und ja, also wir haben halt jetzt einfach so gemerkt, ja, okay, ihr findet den Server anscheinend cool, ihr guckt das Video gerne und dann haben wir uns einfach gedacht, machen wir davon von dem Server jetzt einfach auch ein paar mehr Videos und was wir jetzt vielleicht auch noch sagen müssen, ein paar Leute haben gesagt LOL oder CNC oder CSS. Ja, zu dem Thema LOL, wir spielen es beide nicht. Also darf ich da kurz was einwerfen? Ja, auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall unser Fehler oder beziehungsweise mein Fehler, wo ich gesagt habe, wenn ihr andere Spielewünsche habt, sagen. Klar, jetzt so Call of Duty oder so auf dem PC, kein Thema, holen wir uns dann, aber es müssten dann halt schon mehrere Abonnenten sein, weil es kostet schon etwas Geld und ich meine, es ist nicht so, dass wir es nicht hätten, aber nicht wegen einem Abonnenten, das lohnt sich nicht. Vor allem, wenn dann die anderen das alles gar nicht gucken. Genau, und ja. Weil wir wollen ja was machen, was wirklich alle anspricht. Genau, und jetzt wie gesagt, League of Legends, tut uns leid, aber es zockt keiner von uns zwei. Wir mögen es beide nicht so. Genau. Also ich hab's auf dem PC, ich hab's mit einem Kumpel 2 Runden gespielt, also ich muss sagen, das Spiel ist gar nicht meins, also sorry. Ja, und ja, ich hab's erst gar nicht versucht, aber allein die Videos, die ich schon gesehen habe, reichen mir. Ja, es tut uns leid, uns gefällt's einfach nicht, dann CNC, ist es so, ich spiele leider kein CNC, also ich hab's zwar, aber mir gefällt's einfach nicht so. Strategiespielmäßig bin ich eher so für Age of Empires, das spiele ich gerne. Da könnten wir vielleicht mal was bringen, das ist gar kein Thema. Ja. Aber CNC, ja, ich weiß nicht, es ist nicht so, dass wir es nicht könnten. Wir haben es auch schon aktiv gespielt, aber ich hab da einfach keine Lust drauf und Dani auch nicht. Und tut uns leid, CNC, ja. LOL, WoW, geht nicht. CSS hat sich jetzt eine gewünscht, eine Montage. CSS müssen wir euch leider auch enttäuschen, also wir können gerne ein Video von CSS machen, Let's Play, Dani gegen mich, also ein 1 vs 1. Ja, oder mal im Online-Modus, genau, das ist ja nicht das Problem. Gerade Waffenspiel oder so können wir gerne mal im Online-Modus machen, aber so eine Montage, da haben wir leider nicht die richtigen Programme dafür. Leider. Ich hoffe, ihr versteht's, es sind jetzt am Anfang gleich sehr schlechte Nachrichten, aber es tut uns leid, aber wir wollten es gleich mal klarstellen, bevor wir da Leuten was versprechen und dann nichts wird. Genau.
Das war einfach noch ein bisschen zu hoch gegriffen, sage ich jetzt noch. Ja, tut uns leid, aber ich meine, vielleicht kommen die Wünsche noch öfters und vielleicht kriegt ihr uns dann ja rum, aber ja, so, Ja. wir haben jetzt genauso viel Ahnung wie damals, wo wir aufgegangen sind. Nein, wie damals, wo wir on gegangen sind. Also ich weiß von dem Server rein gar nichts mehr. Ja, ich auch nicht. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir gerade noch mal das Video angeguckt, unser allererstes, weil ich wusste gar nichts mehr. Und ja, was soll ich sagen? Ja, gut, Also wir sind jetzt wieder auf dem Stand Null im Prinzip. ja, die Frage ist jetzt, sollen wir leveln? Also ich habe keine Ahnung, wohin mit Level 83 beziehungsweise 86. Also, ja. Oh, jetzt habe ich mich aussehen in die Grotte geportet. Tut mir leid, ich wollte euch auf andere Gebiete, aber kein Problem. Wenn ich vor der Grotte stehe, dann können wir da gerne mal reinschnuppern. Dani, Ja. kommst du? So. Moment. Grotte ist immer so eine Sache. Ich mag Grotte absolut gar nicht zum Leveln. Aber was ich Ja, euch guck jetzt erstmal, ob's da geht. für euch tue. Ja. Insofern ich mein Pferd finde. Ah, hier. Ja, ich werde auch mein Inventar aufräumen. Und ja, viele Abonnenten haben sich jetzt gewünscht, dass wir. Alter, nee, oder? Jetzt habe ich keine Pots dabei. Nur ein 200er Päckchen. Nicht mal ein Autopot. Naja. Ich habe Autoparts, ich kann einen geben. Gut, danke. Ja, Wo bist denn du? ein Stückchen weiter nach hinten geritten. Hast du denn nicht warten können? Du hast schon gesagt, ich soll gucken, was geht. Ach so. Ja, aber ich reite dir entgegen. Gut, ich bin auf dem Weg. Auf welchem Weg? Du bist wahrscheinlich links abgebogen. Komm ans. Nee, du spawnst ja da dann. Ja, und da. Was mich gerade etwas verwundert. Moment. Ich habe auf Grotte gedrückt, bin aber im Orktal. Ja, ne? Hä, nee, jetzt ernsthaft, ich habe auf Grotte gedrückt. Okay. Ja, und falls ihr euch wundert, also wir wollten eigentlich schon viel früher ein Video bringen von Metin 2013 und da wussten wir wirklich gesagt nicht, was wir machen sollten. Deswegen wollten wir euch zeigen, wie man in Metin heiratet. Da aber die Tonaufnahmen, weil wir damals noch Probleme mit dem Ton hatten von Dani Ja. und mit dem Bild. Halt, Momentchen mal. Wer hat das Kabel nicht ausgesteckt? Ja, gut, es war mein Fehler, aber ja, deswegen konnten wir die Aufnahmen leider nicht verwenden, aber heiraten geht ganz einfach. Ihr kauft euch einfach einen Anzug, einen Verlobungsring. Die Braut braucht ein Kleid, auch ein Verlobungsring und als kleines Accessoire vielleicht noch ein Brautstrauß. Dann geht ihr einfach zur alten Dame, dort alles ausfüllen und ja, dann werdet ihr geportet. Dort könnt ihr dann Schneefall starten, Musik, Nacht oder Tag anmachen, was weiß Ganz ich. romantisch. Euch gelegentlich mal küssen und dann könnt ihr so Scheiße wieder beenden. Das Endresultat ist ein Ehering. Den können wir euch dann kurz demonstrieren. Und hier seht ihr auch, bei Familie ist jetzt Dani. Nein, wir sind nicht schwul. Es war nur zur Demonstration. Ja, wir warten jetzt mal kurz auf Dani. Dann können wir es euch vielleicht mal zeigen. Ja, ich komme nicht in die Grotte. Ich klicke da drauf und starte im Orktal. Spast. Ja, du musst ja durchs Portal. Wie? Du kommst ins Orktal, aber vorne im Portal und durch dieses Portal musst rein. Doch. Oh. Ja, ihr müsst ihn entschuldigen, er zockt keinen DE-Server, deswegen weiß er die Wege nicht. Ja, pardon. So, ihr Nein. seht, da vorne kommt Dani. Ich hoffe, es funktioniert in der Grotte. Da vorne ist Dani, hier hinten stehen wir. Ihr macht einfach einen Rechtsklick. Ah, kann hier nicht benutzt werden. Na, dann machen wir es später. Dani, check mal bitte den Pott. Danke. So, dann einmal buffen, please. Ja. Warum auch immer du drei Level höher bist, wie ich. Tja. Wer kann, der kann, wa? Ach so. Okay. Hier sind komische Tiere. Sehr komische Tiere. Ja, sag mir, wenn ich gegen eine Wand oder so reite, ich switch gerade mein Equipment. Ah ja, Beziehungsweise mein Equipment. Schild, mein Schwert, meine Glocke. Was das Equipment angeht, habe ich auch noch nicht. Also ich habe es nur professorisch geswitcht. Dass ich halt so überlebe.
Ich habe mir auch ein grünes Ei gekauft. Lass es ausbrüten in Rehkitz 5 Tage, aber Hä, wo hast du das ja, her? das gab es in so einem Shop ziemlich billig. Hä, wo bist du denn hin? Na, dein im Zwischengang. Geht hier was im Level? Schau doch selber auf dein Level. Habe ich hier keinen Levelring? Doch, eigentlich schon. Oh fuck, den habe ich wohl vergessen. Ich habe nur einen Anti-XP-Ring. Nee, das bringt dir ein Ah, bisschen mehr. hier. Ah, nee, das ist auch off. Boah, da. Boah. Scheiße. Ihr seht, die Tiere rauben ziemlich viel Mana, aber davon lassen wir uns nicht weiter stören. Aber hier geht's voll langsam, stört mich total. Na gut, da nicht ein bisschen verwöhnt. Ich meine, es geht hier schon schnell. Ich weiß allerdings dann bloß nicht, wo wir danach hin müssen. Ja, wir werden das, also wir mögen den Server, klar. Wir haben aber auch lange nichts drauf gemacht, weil es uns im ersten Part so oft geschmissen hat. Genau, Da und war, dann war einfach die Lust ja, weg. ich denke, jeder versteht es, vor allem wenn wir am Aufnehmen sind. Das ist halt mega ärgerlich. Weil es scheint halt Gott die Zeitverzögerung und ja, ich hoffe, ihr könnt es verstehen, aber ich weiß nicht, vielleicht haben sie es irgendwie verbessert, gerichtet, keine Ahnung, auf jeden Fall, ihr seht selber, wurden wir noch nicht geschmissen, weil wir sind wieder auf den Server gekommen mit euch zusammen. Wir haben jetzt nicht noch davor Ewigkeiten gespielt. Ja, ihr seht, jetzt leveln wir hier ein bisschen. Leveln ist ziemlich langweilig, aber ja, Gehört halt dazu. wir wollen euch jetzt halt zeigen, dass wir halt, wir haben einfach nur wirklich gefarmt und beim Farmen sind wir halt so zügig Level abgekommen. Und Weil ja. es da halt auch so 110er, 120er Mädchens gibt. Genau, und dann. Und ich weiß nicht, wie viel DSS hast du in deinem Schwert? 43. Ja, und Vergiftungschance und Crit. ich hatte 51. Hab's aber leider, so dumm ich bin, verswitcht. Und tue es jetzt gerade wieder hier ein bisschen switchen. Nebenher beim Leveln. Weil er schlägt ja. Ich bin ja nur der, wo dabei steht. Ja, also er ist die Buff. Ich denke, jeder weiß, was die Aufgabe von der Buff ist. Ja. Aber es ist ja okay, ihr merkt jetzt einfach, ja, wir sind dann nach dem Orktal zum Farmen gegangen, weil wir wissen wollten, was man da so farmt. Dann jedem, also so grünes Sand und so, noch sowas. Dann Ja. hat Dani rausgefunden, wenn man so und so viel Sand hat, war das doch, kann man es. Ja, also 100 Sand von jeder Farbe. Also, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Tier welches war. Aber zum Beispiel 100 lila Sand gibt die Spinne oder so. Ja, es ist schon extrem viel Sand eigentlich für ein Reittier, Ja. aber es lohnt sich. Also so ein Reittier Ja, ist bockt sich schon, ja, wir sind schon einmal im geil. Kreis geritten. Cool. Hm. Ja, egal. Ja, so ein Reittier, das macht echt Laune eigentlich. Ja, ihr seht, unser Yang ist auch ein bisschen gestiegen. Ein bisschen. Bekommt man auch. Ich weiß es gar nicht, haben wir jetzt hier so viel bekommen oder beim Farmen? Ja, das weiß ich nicht Jetzt mehr. müssen wir drauf Ich achten. habe gar nicht so viel. Ich habe bloß 40k. Ja gut, ich habe 280, fast 290 Kaka. Ja, ich habe das für irgendwas ausgegeben. Für irgendeine Scheiße. Wie immer. Jetzt wollte ich hier so einen coolen Schwertwirbel ziehen. Jetzt hat es funktioniert, aber ich hatte keinen Mana. Naja, Mama. so, also ich weiß nicht, der Eindruck von dem Server scheint mir jetzt eigentlich ganz nett wieder zu sein. Du wirst ja angegriffen. Scheint mir Ja, ganz nett zu sein wieder, weil man einfach nicht gekickt wird. Dann ist ein angenehmes Spielen. Ihr merkt selber, wenn man gekickt wird des Öfteren, macht es echt keinen Spaß. Ja, dann hat man auch keine Lust, den zu zocken. Was ja auch der Grund war letztendlich, warum wir keine Videos gebracht haben. Ja. Leider. Aber, ja, ich will mich jetzt wieder nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber gerade auf Wunsch von den Abonnenten und so. Spielen wir den jetzt auch ein bisschen weiter. Ich denke, Endlevel ist ein bisschen übertrieben. Ist, glaube ich, 250 oder so. Ich weiß es nicht, wie weit wir jetzt hier kommen werden. Ja, dann aktueller Stand. Der eine Server war Mars 2. Den, wo wir angespielt haben und dann auch noch einen zweiten Part rausgebracht haben, den werden wir wahrscheinlich nicht mehr zocken. Ja.
Vielleicht machen wir da noch, aber ich weiß gar nicht, wenn wir da so gutes Equipment haben oder die guten Teile, weiß nicht, vielleicht haben wir da schon Gifty oder so, ich weiß gerade den Stand nicht auswendig, machen wir einfach eine Verlosung oder so. Ja, genau. Und dann werden wir den Charakter einfach löschen, weil, ja, halt, wir wollten euch eine Vorstellung bieten von dem Server, dass ihr einen Eindruck habt, aber den Genau. werden wir nicht weiterspielen. Dann, was ich euch sagen kann, es kommt ein PvP-Video von Dark Fusion 3. Ja, da könnt ihr dann auch in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr von dem Server wollt oder nicht. Da, den haben wir früher aktiv gespielt. Er war einer der besten Server und ich will es nicht Wo an, bist du? ich will einen Raum weiter, ich will es nicht angeben, aber ja, wir waren PvP nicht ganz die schlechten und ja. Ja, also sagen wir so, sagen wir von den 10 Besten waren wir, glaubt, runter. Ich weiß es nicht. Das seht ihr dann. Ja, dort habe ich die eine Schamanin gespielt und Ja, einen ich auch. Ninja und einen Krieger, wenn ich mich nicht täusche. Aber da müsste ich mich nochmal einloggen. Naja, egal. Auf jeden Fall kommt da dann ein PvP-Video. Aber wenn ihr wollt, also wenn ihr mehr von dem Server wollt, schreibt es einfach in die Kommentare oder jetzt schon unter das Video, wenn ihr es anschaut. Oder gerade so Server-Vorschläge, wie schon zwei Abonnenten von uns gemacht haben. Einmal dieses VIP-Metin. Ich habe reingeschaut, kurz angezockt und kurz drauf war er down. Ja, und Final Cut 3, da habe ich jetzt noch nicht drauf geschaut. Aber werde ich natürlich auch machen. Wieder im Kreis geritten. Naja, Leute, ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal nochmal auf Warp Ring. In Map 1 und dann schauen wir, also ihr habt jetzt so das Schema gesehen. Hast du Sand? Wenig. Ja, gib mal alles, dass es auf einem ist. Du kannst mir auch dein geben. Nein. Kleiner Abzocke, müsst ihr aufpassen bei dem. Ja, So. und mich hat's gekickt. Oh, scheiße. Ja, egal, ich log mich wieder ein. Solange es bei dir ist, ist nicht so schlimm. So, wir schauen mal, wo uns der Warp-Ring noch so hinführt. Wir gehen auf andere Gebiete. Naja, wollen wir einmal auf Abbrechen und gehen einmal. Ah ja, hier ist übrigens die alte Frau, falls sie dich sucht. Wegen dem Heiraten. Hier können die ins SC2. Ich suche eigentlich gerade den besoffenen Heini oder was? Irgendwas gab es doch bei Fienchen, ne? Ja, das war die Dings, die da, wo es für Switchen Sachen Ja, gibt. der Itemshop. Soweit ich weiß. Und Special NPCs. Ah, Ei brüten. Du kannst bei mir ein Ei abgeben. Okay, wir brauchen dafür Heu. Ich habe nur ein Heu, um dieses Ei zu wärmen. Okay, das mache ich jetzt auf Nein, weil da brauche ich erst 5 Heuballen. Da muss man jeden Tag aktiv 5 Heuballen abgeben, sonst geht das Ei kaputt. Ja. Kriege der Rache. Da waren die Kopfgelder. Ah, hier ist der betrunkene Heini. Genau. Hier könnt ihr euch. Ach, genau. Hier wollte ich ran. Also, Ah, das sind diese Maps hier da. könnt ihr euch Little Farm Map holen. Adventure Map. Farm Map Bro. Level Map Ölland. Boss Map. Und Level Map Hügel. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Bringt dich zur High Level Map. Und was steht hier? Gar nichts. Dann nehmen wir einmal diese Level Map Ölland und einmal Level Map Hügel. Dann warten wir kurz 10 Sekunden, weil sonst können wir uns nicht teleportieren und die Karte ist weg, dann müsst ihr umso länger warten. So, Wo gehen wir hin? einmal Level Map Ölland und Level Map Hügel. Ödland. Aber erst Ödland. Er ist aber erst ab Level 125. Scheiße. Und Level Map Hügel.
funktioniert auch nicht. Wieso funktioniert das nicht? Okay, Leute. Aber ich level doch nicht bis 125 in der. Grotte. Ja. Aber Boss Map werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Oh, Inventar, kein Platz mehr. Boss Map werden wir, denke ich, nicht schaffen. Jetzt müssen wir mal schauen. 10 Sekunden warten. In der Zeit erhöhen wir unseren Status. Ja. So, jetzt sind 10 Sekunden rum. Ab in die Boss Map. Ah ja, hier steht es aber mit diesen 10 Sekunden. Ja, Dani, wie lange nehmen wir schon auf? Wir wollen nicht zu lange machen. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Na toll. Du bist mir so ein Heini. Ja, du hast mir nichts gesagt. Ah ja, hier, ihr seht schon. Oh mein Gott. Hier spawnen schon die ersten Bosse vor mich ran. Krass. Wir gucken mal, ob wir eine Chance gegen die haben. Oh mein Gott, Leute. Ist echt nicht zu spaßen hier. Ja, wie gesagt, ich habe auch unser, oder besser gesagt, mein Equip, Dani hat seins auch noch nicht gemacht. Equip ist ja noch gar nicht fertig, also jetzt nicht wundern und denken, oh mein Gott, die machen gar keinen Schaden. Nein, normalerweise schon, aber da wir unser Equip nicht gemacht haben, ich habe einfach nur das Equipment, aber das habe ich, denke ich, plus 9, ich glaube, das kann man hier kaufen, ne? Konnte man es hier kaufen? Ich weiß nicht mehr, aber. Ja, ich hab's nicht perfekt geswitcht. Ich habe einfach nur TP reingehauen, dass ich ein bisschen überlebe. Aber ihr seht, der Boss der GR gelber Tigergeist geht auch runter ab Level 75. Ich denke nicht, dass wir da was droppen werden. Wo Dani allerdings schon wieder abhanden ist, weiß ich auch nicht. Ja. Und ja, viele haben gefragt, ob die mal mit uns spielen dürfen. Klar, kein Problem. Schreibt einfach in die Kommentare, wann ihr immer on seid, wie ihr in-game heißt. Und dann werden wir euch ab und zu mal suchen. Und mit Glück seid ihr on, sind wir on. Und dann können wir mal alle zusammen spielen. Haben wir gar kein Problem damit. Ja. Ist ja bestimmt lustig mit euch. Und dann können wir da auch ab und zu. Ja. Ihr merkt, jetzt bekommt er wieder etwas Leben dazu, das gibt's ja nicht. Eine Drecksau. Oh. Keine Ausdauer, kein Raum. Ja, ich lasse, glaube ich, meine Glocke jetzt erstmal mit 45 DSS. Ja, für den Anfang genügt es. Wenn wir eine Gilde machen, gell? Erfolgreich mit 2 I. Ja, aber Erfolg, also das E groß und das R groß. Ja. Gut. So, ihr merkt, ich hab den. Oh ne, da ist er. Ja, scheiße, ich habe mich auf den falschen fixiert. Ja, erfolgreich, das ist einfach so unsere Gilde auf jedem Server. Also, wer da rein will. Kein Problem eigentlich. Ja, also wir nehmen eigentlich immer auf, es sei denn, ihr seid Level 1 oder so. Also, wenn ihr ein bisschen Skill habt, kommt ihr auch bei uns rein. Also, ja, wie gesagt, bisschen Medienerfahrung und jetzt vielleicht nicht gerade irgendwelche solche Kinder. Also, ich habe jetzt nicht so gegen 12-Jährige oder so, aber jetzt solche. Ihr kennt die selber, wo dann reinkommen und gleich einen auf hier Aslak machen und beleidigen und so. Ja, da kann ich gleich sagen, die können sich hinten anstellen, die werden lange nicht reinkommen. Weil wir sind ein bisschen niveauvoller. Das gibt's ja nicht. Ihr seht, er regeneriert sich jetzt total wieder. Peinlich, peinlich. Ja, Das weißt, hat wenn du low. kommen würdest, könntest du mir vielleicht doch mal einen Buff geben oder mit draufhauen. Ja, jetzt warte, ich mach gerade was. Du brauchst eine Viertelstunde für die Gilde, oder was? Nein, ich gucke gerade Ja, was. Leute, insofern Dani dann wieder zurück ist und wir dann wirklich den Geist hier tot haben, den Tigergeist, dann Wo wird muss ich mich hin Boss teleportieren? Map, dann wird dieser Part auch schon zu Ende sein. Es wird natürlich mehr kommen wieder, aber ja. Wir werden uns dann jetzt diesmal wirklich schlau machen, ein bisschen gucken, was wir machen müssen, was ins Equip muss und ja, ihr seht, ich bin einfach noch zu schwach vom Equipment Hä, her. wo ist die Boss Map? Ja, da bin ich besoffenen Uhu, musst du so eine Karte kaufen. Ja, Little Farm Map, Adventure Ganz Map. rechts, erste Reihe.
High Level 6. Boss Map. Gibt's Na nicht. klar. Es gibt Little Soll ich Farm mir die aus Map, dem Arsch Adventure gezaubert Map, haben oder was? Farm Map Pro, Level Map Ödland, High Level 6 und Level Map Hüge. So glaube ich wie nur Scheiße ohne Netz. Nee. Wie soll ich hierher gekommen sein? Geflogen. Weiß ich nicht. Leute, ihr seht, es hat keinen Sinn. Also er verliert schon an Leben, aber ja, alleine hat es einfach keinen Sinn hier. Langsam geht mir auch die Geduld aus. Das ist einer meiner Schwächen, die Geduld, da kann ich ausraschen. Und das wollen wir jetzt nicht. Naja, schade um den Tigergeist. Wir porten uns einmal wieder in die Stadt, da da nicht so erfolgreich war und auch hierher gekommen ist. Halt's mal. So, ja, dann mache ich das Schlusswort jetzt gleich und dann darf Dani noch was sagen und dann hoffe ich, dass wir euch jetzt fürs Erste gestillt haben mit dem Video. Ja, es tut uns sehr leid, dass so lange Zeit nicht so viel gekommen ist, aber wir haben euch die Gründe jetzt erwähnt. Wir haben ein bisschen gesagt, was jetzt hier geht und was nicht geht bei uns. Und ja, ihr seht, vorhin auf Channel 2 war wenig los. Jetzt ist ziemlich viel los hier. Oh, geht. Ihr merkt, hier gibt es ein Level-Up-Item, ein Rechtsklick drauf und wir bekommen ein Level-Up bis Level 160. Hey, wo ist das? Das gibt es hier zu kaufen. Hier gibt es King-Rüstungen zu kaufen. Allerdings kaufe ich da jetzt keine, weil sonst habe ich kein Geld mehr. Wo bist du? Blautrantöter in der Safety. Blaudrachentöter. Schon Channel 2, oder? Ja, ziemlich viele Läden hier. Hier gibt es nochmal. Sicher. Ja, na klar. Ich bin Channel 2, hier ist Tote Hose. Ja, ich auch. Bei mir steht Channel 2. Bei mir auch. Ja, das ist mal wieder ein Bug. Wahrscheinlich bist du Channel 1. Hab mich dahin geswitcht. Ja, egal. Ja, hier, ihr seht, es gibt ganz schön hohes Equipment später. Ja, dann, oh Leute, hier seht ihr eine 134erin. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber die Rüstung sieht sehr, sehr schön aus, finde ich. Ja. Halb nackt so, finde ich. Nein, finde ich jetzt eine gute Idee. Hier sehen wir wieder ein Flammenpferd. Denke ich mal, dass es hier so heißt. Ja, hier, ihr seht, also hier rennen schon die ersten Taliban herum. Da draußen regiert gerade ein bisschen das Gelbe Reich. Es geht bis 250 und 250 ist ziemlich hoch. Wir rennen mal schnell hin und schauen ihr Equipment an. Man kann ja auch Prestige drücken, war das klar, oder? Ne, hier glaube ich nicht. Ich hoffe, ich Doch, da war. bin ich mir sicher. Ich habe keine Ahnung. Ah ja, hier der Bogen sieht recht nice aus. Die Rüstung auch. Die Lutscher hat dich eingeladen. Der geht dabei treten. Nein. Hier sehen wir noch ein TGM. Jetzt, wo bist du? Da, wo sich immer alle bomben. Da rechts von der Gemi. Der TGM. Und ihr seht hier, aus dem Gelben Reich hat irgend so ein Logo, so ein Piratenkopf mit Messer im Mund über dem Kopf schweben, hat eine sehr, sehr nice Rüssi an und die Waffe, die Glocke, sieht aus wie ein riesen Eisenhammer. Also ihr seht, hier ist einiges geboten. Ja, wir haben auch Dani wiedergefunden und hier rennt noch ein GM rum. Hier rennen haufenweise TGMs und GMs rum. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr auch die direkt fragen. Ja, gut, dann würde ich sagen, Leute, jetzt bomben die sich hier. Irgendwie ohne Waffen. Naja, ja, ihr merkt, hier gibt es noch einiges für uns zu tun. Ja. Ja, dann sagen wir mal, oder von meiner Seite aus sage ich dann mal Tschüss, wünsche euch noch eine schöne Woche und ja, alles wieder in die Kommis, Daumen hoch und lasst ein Abo da, falls ihr noch kein Star habt und Genau. vielen Dank für die, die jetzt schon Abonnent sind und uns erfolgreich anschauen und ja, dann Genau. sage ich mal Ciao, bis zum nächsten Mal, lasst krachen. Ja, genau. Ich sage auch ciao. Man sieht sich, man hört sich und ja, lasst euch gut gehen. Ciao.